Hallo, ich bin Charlotte Schömann und ich erzähle euch jetzt etwas über mich. Ja, was ich kann schon ein bisschen nähen, kriege ich schon hin. Gerde liegt hinter Osnabrück, im kleinen Artland. Ja, wir haben hier 2000 Einwohner und 7 Reithallen, also es ist ein richtiges Reiterdorf. Das Masterstudium mache ich, weil ich neben dem Reitsport noch die Firma von meiner Mutter auf Dauer übernehmen möchte. Sie stellt Kleidung für behinderte Menschen her. Was mich daran fasziniert, ist einfach die Arbeit mit den behinderten Menschen. Man nimmt einfach das Leben anders wahr, wenn man so viel Kontakt mit den Menschen hat. Oftmals ist es so, dass sie anrufen und sagen, mein Kind hat das und das und ich brauche eine Jacke. Und wir sind halt die Spezialisten, die sagen, okay, sie brauchen die und die Jacke. Wenn ein Kind eine angesetzte Kopfstütze hat, brauchen sie die Jacke. Mit abnehmbarer Kopfstütze brauchen sie die Jacke. Und das mache ich halt viel. Bin halt viel auch im Büro, mache die Buchhaltung. So BWL halt. Wir wollen eine farbenfrohe und eine schöne Kollektion jedes Jahr erstellen. Stoff, der glänzt oder mit kleinen Abnähern, weil wir wollen, dass die Kinder und Erwachsenen sich genauso fühlen wie wir. Ich finde Schwarz eine sehr elegante Farbe und macht schlank. Mir steht es auch gut, weil ich einfach die braunen Haare und braunen Augen, da steht mir einfach Schwarz am besten. Ich habe schon alles ausprobiert, könnt ihr mir glauben, aber Schwarz passt am besten. Meine Schwester sagt über mich, gute Frage, was sie über mich sagt. Meine Schwester, die ist eine Herzensgute. Sie ist halt so ein bisschen Forscher und sagt direkt, Charlotte, sieh das nicht alles so eng, bleib mal locker. Ne? Ihr Dressurreiter muss mal ein bisschen lockerer werden. Und das tut mir ganz gut, weil ich sehe das alles immer, bin halt eine Perfektionistin und möchte alles perfekt machen und übe halt echt so lange, bis es klappt. Und wenn es mal nicht so klappt, dann bin ich auch schnell dann enttäuscht von mir selber. Und Johanna, die ist halt, die bringt mich immer ganz gut runter und sieht immer einfach dann noch so ein bisschen den Spaßfaktor daran und sagt, ey komm, wir haben uns jetzt ein schönes Wochenende hier gemacht und nee, das ist schon eine ganz tolle. Jetzt habt ihr was über mich erfahren und das nächste Mal stelle ich euch das beste Pferd der Welt vor, mein Burlington.